Genau so würden wir den Abend heute auch gern ausklingen lassen. Salute. Salute. Ich weiß nicht, wie man auf hier sagt. Eine wunderbare Zeit in Bangkok und auf dass unsere Ziele sich alle realisieren lassen und unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Hier in Bangkok, Thailand. Mutter und Sohn haben einen Traum. Auch damit ein Albtraum endet. Xenia Seeberg, 53 Jahre, Model, Schauspielerin, Ex-Frau von Schauspieler Sven Martinek. Mit ihm hat sie ein Kind. Filias Martinek, 15 Jahre, Schüler, YouTuber, Mobbing-Opfer. Revier markiert. Hündchen Haluna ist mit ausgewandert aus Berlin und findet sich auf dem Kunstrasen der Dachterrasse einer Luxusunterkunft wieder. Schatzi! Ja, was denn? Na komm! Das hier ist eine Airbnb-Übergangslösung in einer der Top-Gegenden mitten in der Stadt. In der wollen sie auch bleiben, ähnlich nobel residieren. Heute steht ein erster Besichtigungstermin an. Ja, wir sind jetzt seit tatsächlich 2,5 Wochen bereits in Bangkok. Zunächst einmal mussten wir natürlich 16 Tage in ein ASQ, also in ein Quarantänehotel. Die Auswanderung wegen der Corona-Auflagen zu verschieben, war keine Option. Allgemeinmedizinisch ist man hier super versorgt. Deswegen gab es für uns keinen Grund, jetzt durch Covid-19 nicht hierher zu diesem Zeitpunkt auszuwandern. Tatsächlich hat Thailand weniger Fälle, die Pandemie ganz gut im Griff. Masken gehören länger als bei uns zum Alltag. Etwa 70 Corona-Tote gibt es hier bisher. Bei uns sind es über 50.000. Aber das hier ist keine Lockdown-Flucht. Filias Perspektive geht weiter. Also ich plane langfristig, hier groß zu werden und irgendwann hier zu sterben und alt zu werden. Eine erstaunliche Vision für einen 15-Jährigen mit traurigem Ursprung. Filias hat eine zum Teil verletzte Seele und hofft hier 9000 Kilometer weit weg von zu Hause auf Heilung. Es geht um seine Größe von nur 1,56. Hier wird es dann auch in der Schule leichter wahrscheinlich sein für mich. Ich bin nicht einer der komischen Kinder, die so ganz klein sind, winzig, was auch ein Mobbinggrund in Deutschland war. Das ist hier auf jeden Fall anders. Ich bin hier nicht kleiner als die anderen, sondern normal. Im Netz ist er sogar ein Großer, durfte schon mit Helene Fischer auftreten. 400.000 Fans folgen ihm allein auf YouTube. Thingy on the river, so I'm really excited, but also kind of scared, so let's go. Dass er perfekt Englisch spricht, wird ihm in Bangkok helfen. Er ist ein Checkerkind, belesen, interessiert. Und doch ist er jetzt mit Mama ganz allein in einer neuen Welt. Da mache ich mir klar ein paar Sorgen. Du machst dir immer so viel Sorgen. Ich meine, okay, wenn man, bevor wir hingegangen sind, haben wir Sorgen gemacht, dass das was herkommen. Mit dem Visum nicht klappt, dass der Flug gecancelt wird. Die Sache mit dem Visum interessiert uns auch. Erstmal geht es aber zur Wohnungsbesichtigung. Ich hoffe schon, dass ich, also wenigstens eine davon auch einen Pool hat. Ja, ich hoffe auch, wir finden was mit Pool. Also, weil das liebe ich halt hier im Haus, ne? Also Gym natürlich auch. Wir sind zwar nicht die Sportlichsten, aber ja, stimmt. Kann ja noch werden. In dieser Stadt mit 8 Millionen Einwohnern, bei der manch einer an schlechte Luft, immer Stau, schwüle Hitze, seltsames Essen denkt. Von wegen, Bangkok ist eine ziemlich angesagte Metropole. Traumstrände sind nicht weit weg und die Mietpreise deutlich niedriger als bei uns. Xenias Budget? Und um die 1000 Euro, denke ich mal, muss es jetzt nicht unbedingt überschreiten, weil ich eben außer unserer eigenen Wohnung in Berlin auch noch ein paar kleine Wohnungen dort habe. Die müssen auch unterhalten werden, auch wenn sie zurzeit vermietet sind. Aber das, ja, also man hat eben ja doch so ein Paket, was man auch mitbringt. Und also ein finanzielles Paket, was ich eben als alleinerziehende Mutter auch irgendwie stemmen muss. Klingt aber recht abgesichert. Mal sehen, was der deutsche Makler den beiden anbietet. So. Sieht aber echt toll aus. Das sieht super aus von außen schon mal, ne? Und ist in bester Lage. Es ist sehr ruhig und grün. Du bist trotzdem mittendrin. Und du bist trotzdem mittendrin, ja. Also hoch in den vierten Stock. Also, jetzt sind wir hier. Wir sind in Thailand, ja gut, dass du mich erinnerst. Bald sind wir gleich. Schuhe ausziehen. Ja, wir ziehen in Deutschland auch aber die Schuhe aus, wenn wir irgendwo reingehen. Kleine Küche ohne. Ah, keine Spülmaschine, okay. Naja. Großer Wohn-Essbereich. Ah, super großer Fernseher auch da. Das ist ja schon mal schön. Oh. Oh, ja. Also man sitzt schon mal gut. In der voll möblierten 130 Quadratmeter Wohnung mit 2 Terrassen und Skyline-Blick. Das ist schon mega, oder? Also ich bleibe am liebsten schon hier. Also ich bleib hier. Ich hol schon mal unsere Sachen, ja? Also ich weiß noch nicht so genau, was die Minuspunkte hier sein könnten.
Kein Pool, kein Gym und damit keine Unterschrift. Xenia bleibt optimistisch. Und doch gibt es diese Zweifel an der eigenen Courage. Manchmal denke ich auch, lieber nicht zu viel darüber nachdenken, dass die Angst nicht so hochkommt, ob ich das jetzt wirklich hier schaffen werde. Aber das ist auch komisch bei mir. Ich bin da einerseits bin ich sehr sicherheitsliebend, auf der anderen Seite aber durchaus auch abenteuerlustig. Und das hier ist ein Abenteuer, ein Eintauchen in die thailändische Kultur. Dauerhaft möglich nur mit Visum. Die 53-Jährige hat ein Ü50-Rentner-Visum. Kein Scherz, kostet 175 Euro, gilt für ein Jahr. Felix-Visum für 3 Monate, dann muss verlängert werden. Aktuell lernt der 15-Jährige noch an einer deutschen Online-Schule und er arbeitet für eine hier ansässige YouTube-Agentur. Ich kann mir da ein bisschen was dazu verdienen und das ist, glaube ich, für mein Alter auch ganz gut. Xenia will schauen, was der Schauspiel- und Best-Ager-Model-Markt hier für sie hergibt. Sie hat die Mieteinnahmen aus Deutschland und finanzielle Unterstützung von Phils Dad Sven Martinek. Naiv ist dieser Umzug also nicht und auch weniger mutig, als man denkt. Hier gibt es alles, was man braucht, auch kulinarisch, wie die beiden am Nachmittag feststellen. Vollkornbrot, perfekt. Und Nutella. Kinderschokolade. Oh mein Gott, guck mal hier, ist Haribo. Oh mein Gott, guck mal da. Rotkohl. Alles ein bisschen teurer, aber sowieso nichts für täglich, findet Phil. Sich den Thais anpassen, nicht abgrenzen, so seine Devise. Zum Beispiel anstatt dann mal eine Vanilleschote zu kaufen, kauft man halt Pandanblätter. Ja. Weil die haben genauso ein tolles Aroma und sind auch noch besser, finde ich. Hier spricht der Koch. Hier spricht ein Junge, der schon sehr erwachsen klingt. Einer, der sich mit seiner Mom vorbereitet hat auf diese Auswanderung. Am Abend treffen wir sie noch einmal in dieser Bar. Wow, das nennt man eine Aussicht hier oben. Guck mal, wie schön. Und das beschreibt auch ihr Gefühl. Alles richtig gemacht. Ich bin im Moment sehr, sehr glücklich, dass wir diesen Schritt trotz Covid-19 in dieser jetzigen Situation gewagt haben. Wir müssen jetzt erstmal diesem neuen Leben hier eine Chance geben und darauf hoffen und vertrauen auch, dass wir das schaffen. Und damit meint Xenia Seeberg nur eins. Also ich wünsche mir natürlich in erster Linie, dass Philly hier glücklich wird, weil wenn er glücklich ist, dann weiß ich, bin ich als Mama auch schon glücklich. In Deutschland war es leider nicht. Happy? Ja, sehr. Ja, ich auch. Wenige Tage später haben sie ihre Traumwohnung gefunden für 1000 Euro mit Pool und Gym. Im Februar ziehen sie ein.